Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Ja, da wird's ein bisschen schwierig. Ja. Ein abstraktes Bild, wo haben Sie es her? Das habe ich aus dem Internet gekauft von einer Dame. Ja. Die hat es aus dem Nachlass ihres Vaters verkauft. Ja. Und sie sagt, sie hat eigentlich keine näheren Angaben machen können zum Bild, außer dass sie es von ihrer Kindheit an kennt. Also das Interessante an dem Bild ist ja erstens einmal, dass es ein abstraktes Bild ist, da der Zugang schon immer ein bisschen schwierig ist und dass es eine sehr große und vielleicht nicht für alle, aber letztlich doch prominente Signatur trägt. Ja. Schauen wir uns vielleicht das Bild zuerst an. Eine abstrakte Farbenkomposition, die davon lebt, dass eine Form oder zwei Formen, nämlich Kreis und Quadrat, zueinander in Beziehung gebracht werden und dieses gesamte Feld von unten nach oben erfüllen. Und man das Gefühl hat, dass dazwischen nicht leicht erkennbar, aber doch irgendetwas Pflanzliches zu finden ist. Die Farben sind sorgfältig aufeinander abgestimmt. Sie sind keine grellen, hellen Farben, sondern sie sind etwas duff, also gebunden und aus einer Palette heraus angemischt und zueinander gefügt, um diesen geometrischen Rapport zu ergeben, der aber nicht streng geometrisch ist. Es ist kein Liniengefüge, sondern es ist ein Formengefüge. Und immer wieder verwandelt sich ein Kreis in ein Quadrat in einen Kreis, wenn Sie so wollen, eine Quadratur der Kreise. Und es ist ein Gemälde, das ganz und gar charakteristisch für die 50er Jahre ist, was mit der Erinnerung ihrer Verkäuferin zu tun hat und auch hier mit dem Datum übereingeht. Die Malerei muss ja nicht immer was darstellen. Im 20. Jahrhundert hat sich ja durchgesetzt, dass Malerei auch mit in der Abstraktion Empfindungen vermitteln kann, meditative Aspekte herbeiführen kann, Dinge nicht Sichtbares trotzdem sichtbar machen und dadurch für einen sensiblen Menschen vermittelbar. Jetzt müssen wir uns aber, weil er es auch schon sagt, nähern frühe 50er Jahre und es wäre aufgrund auch der Signatur, es handelt sich hier um Adolf Gottlieb und einer Datierung 57 oder 53? Ach, nee? 58. 58. Verkritzelt 58. Da wären wir dann bei einer Künstlerpersönlichkeit, die im amerikanischen abstrakten Expressionismus einen sehr, 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 sehr guten Namen hat. Das kommt relativ bald hinter Jackson Pollock und Ashley Gorky und ist ein Künstler, der vielleicht in Europa nicht so bekannt ist, aber dessen Bilder, und jetzt kommt es eigentlich darauf an, dessen Bilder bei Versteigerungen außerordentlich hohe Preise erzielen. Das geht in die Hunderttausende und auch schon Millionen Dollar. Das heißt, die Hoffnung ist da, aber die Frage ist, ob es möglich ist, im Internet zu so einem Glücksfall zu treffen. Ja. Ich mache es kurz, wenn wir uns die Signatur anschauen, die sehr deutlich ist, dann schaut sie ja jetzt ganz gut aus. Wenn wir aber mit Blaulicht diese Signatur betrachten und wenn uns die besonders stark herausspringen wird, dann können wir sicher sein, dass es sehr viel später draufgekommen ist. Und jetzt machen wir das und dann schauen wir miteinander, was damit jetzt passiert. Ich drehe es auf und sehen Sie, was passiert? Mhm. Es ist ein sehr starkes Herausspringen, eine Farbauftrag, der sehr viel später draufgekommen ist und die Wahrscheinlichkeit, dass das mit dem Künstler zu tun hat, praktisch null ist. Ja. Man muss auch sagen, wenn man sich ein bisschen beschäftigt, dieses abstrakte Bild ist recht gut, aber es ist auch ein bisschen bemüht. Mhm. Ja, okay. Und daher wird aus diesen vielen, 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 vielen Hunderttausend, die vielleicht 200 Euro oder 100 Euro, die Sie bezahlt haben. Gut, tut uns leid, dass wir Sie nicht zur Millionärin machen konnten. Nein, mach nicht. Wir hätten dann auch tolle Schlagzeilen, ja. aber es freut mich, dass Sie sich für so ein Bild entschieden haben und ich hoffe, Sie werden es weiterhin hängen haben. Ja, auf alle Fälle. Dankeschön. Danke. Auf Wiedersehen.